Ein bisschen was zu No-Gos erzählen, ja, was ihr unbedingt weglassen solltet über den Tag verteilt. In erster Linie Fertigprodukte, ja, Tiefkühlprodukte, da bitte nur Gemüse, ja, oder auch Obst, aber vermeidet zum Beispiel Tiefkühlpizza, da habt ihr eine Menge an Bindemitteln drin, Konservierungsstoffe, die wirklich dick machen, ja. Genauso, Ravioli oder sowas solltet ihr weglassen. Bei den Getränken achtet drauf, trinkt am besten Wasser. Wasser ist einfach das Beste, was ihr habt. Euer Stoffwechsel wird immer angeregt, ja. Was ihr trinken könnt, ich habe hier so ein paar diese Brausetabletten, ja. Ihr braucht sicher auch Magnesium, wenn ihr viel trainiert. Eisen, Zink, Vitamine sind da drin und ihr könnt dann gut diese Brausetabletten holen, ja. Die könnt ihr super am Tag verteilt trinken. Die gibt es in jedem Discounter recht günstig und dann habt ihr ein bisschen Geschmack im Wasser, ja. Verzichtet auf jeden Fall auf zu viel Saft, ja. Das Traubenzucker sind Kohlenhydrate, auch vor allem abends. Keine Säfte und abends nicht mehr zu viel Obst zu euch nehmen, ja. Wenn ihr unterwegs seid, was esst ihr da? Also wenn ihr jetzt Fastfood oder sowas isst, dann verzichtet auf McDonald's, Burger King und Co. Ja? Hier habt ihr wieder einen hohen Anteil an Fetten und auch Kohlenhydraten. Dann guckt lieber, dass ihr vielleicht einen Döner oder sowas isst. Da habt ihr auch nicht diese ganzen Konservierungsstoffe drin, ja. Oder eine frische Pizza ist dann immer noch besser als 20 abgepackte, zusammengepackte, Cheeseburger, also diese Kinderpappe, ja, die solltet ihr auf jeden Fall vermeiden, ja. Dann lieber holt euch was Frisches, einen Döner oder irgendwie sowas, ja. Süßigkeiten solltet ihr, ja, in erster Linie darauf verzichten, ganz klar. Wenn ihr mal gerne ein Stück Schokolade oder sowas isst, ja. Ich habe zum Beispiel hier meine Lieblingsschokolade, das ist einfach Vollmilchschokolade mit vollen Nüssen, ja, da habt ihr wenigstens noch ein bisschen Eiweiß drin und es schmeckt auch richtig gut, finde ich. Deswegen ab und zu dürft ihr euch mal ein Stück Schokolade erlauben, ja. Achtet beim Einkaufen drauf, bei Milchprodukten, ja, zum Beispiel Joghurt oder Fruchtbuttermilch, ja, überall wo Frucht drin ist, ist gleich auch Kohlenhydrate, ja. Das ist Traubenzucker oder Fruchtzucker, was wirklich dick macht auf Dauer, wenn ihr zu viel davon nehmt. Und deswegen lasst euch nicht täuschen, ja, wenn dort steht wenig Fett, 0% Fett, dann habt ihr meistens einen hohen Anteil an Kohlenhydraten drin. Das gleiche gilt für Sachen wie Gummibärchen oder so, da steht ja auch mal drauf 0% Fett, dafür habt ihr mehr Kohlenhydrate. Ja. Deswegen in erster Linie ist wichtig, verzichtet auf zu viele Kohlenhydrate. Ja. Viele denken, es wäre nur das Fett, was ausschlaggebend ist, aber in erster Linie sind es Kohlenhydrate. Ja. Genauso wie bei Wurst oder Käse, achtet darauf, dass ihr nicht Weichkäse nehmt, wo viel Fett drauf ist, drin ist. Salami, Leberwurst, da ist zu viel Fett drin. Deswegen immer auf die, bei Fleisch und Käse aufs Fett achten und auf die anderen herkömmlichen Produkte achtet darauf, dass dort nicht so viel Kohlenhydrate drin sind. Ja. Viel trinken ist immer wichtig, ja, am besten Wasser. Und ja, ich denke mal, dann werdet ihr schon eine gewisse Erfolge haben und in meinen nächsten Videos erzähle ich euch noch ein bisschen was zu Eiweißshakes oder Weight Gainer, was man dann auch machen kann mit Nahrungsergänzung. Ja? Ansonsten denke ich, eine gute ausgewogene Ernährung, regelmäßiges Essen kann euch schon viel weiterhelfen.